Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, powered by Peperita TV. Wir braten uns heute ein Hirschsteak und ich mache Beilagen für Faule. Und ich möchte euch das einmal kurz zeigen, was ich da vorbereitet habe. Das ist ein Blaukraut, ein Tiefkühlblaukraut oder auch ein Rotkraut. Ja, habe ich mir aufgetaut im Topf, habe eine Orange filetiert, den Saft dazugegeben und die Filets. Einmal aufgekocht, bisschen Balsamico dazu, Salz, Pfeffer, ein paar Preiselbeeren, Geschichte erledigt. Da hinten kocht ein Topf mit Brühe. Warum? Weil ich als Beilage zu diesen herrlichen Hirschsteaks, die werden lecker, mache ich vom Giovanni Rana die Steinpilz-Ravioli. Ja? Ein richtig fauler Koch heute. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie man den Hirsch am besten brät. Pfanne habe ich mir vorgeheizt. Dann kommt da ein bisschen Öl hinein in die Pfanne. So, das ist schon gut. Der Hirsch ist trocken getupft. Da tue ich jetzt nichts weiter. Würze den auch nicht gleich, sondern lege das Fleisch direkt in die Pfanne ein. Leicht andrücken, damit das ganze Fleischstück hier auch Kontakt mit dem Pfannenboden und mit der Hitze hat und gehe dann her, reduziere auf 8 und gebe den Deckel drauf. So, in der Zwischenzeit machen wir da hinten, Peperita-Schüssel passt perfekt in den Topf, ihr habt es gesehen, lege ich mir da hinten die Schüssel ein und schneide mir die Butter und gebe die da hinten rein, damit die zerschmilzt. Schmeck die gleich ab mit ein bisschen Muskat. Ja, ihr habt es schon erfasst, da werden nämlich die Giovanni Rana Steinpilz-Ravioli nachher darin aromatisiert. Jetzt hätte ich es beinahe nochmal rausgebracht, gell? Das ist ein Wahnsinn. Weihnachten wirkt. So, das ist gut. Hier herüben haben wir noch einen Salbei. Den zupfe ich mir jetzt. Und zwar möchte ich lauter einzelne Blätter haben. Die mache ich nämlich zum, da kann man reduzieren da hinten. Halt, das ist der hier. Die gebe ich nämlich nachher zum Hirschsteak dazu. Salbei gezupft. Dann haben wir da noch ein bisschen an Parmesan. Den reiben wir. Das soll genug sein. Dann, unsere Hirschsteaks können wir schon wenden. Wunderbar. Schaut ja herrlich aus. Schön kräftig angebraten. Und gleich auf der anderen Seite weiterbraten. Perfekt. Unsere Butter da hinten ist geschmolzen. Dann geben wir die zur Seite. Die brauchen 5 Minuten. Da steht es drauf. Kann ich euch wirklich empfehlen, die schmecken großartig. Auch nur mit Butter und Parmesan, ohne Hirschsteak. Aber das Thema heute ist ja das Hirschsteak. Kochen wir in der Brühe. Zack. So, so. Einmal kurz ein bisschen Feuer geben. Ich tue mir in der Zwischenzeit die Teller holen und mache hier ein bisschen Ordnung. Wie schauen wir denn mit unseren Ravioli aus? Naja, nicht so schlecht. Da schadet es nicht, wenn man mal ein bisschen reinrührt, dass die Jungs auch alle sauber die Hitze erwischen. Dann schauen wir hier mal nach unserem Hirsch. Das wird schon gut. Da nehme ich jetzt den Deckel ab, gehe dann her und tue das Salzen. Ich habe neue Pfeffermühlen und Salzmühlen bekommen zu Weihnachten von Sarah Kern. Sind nicht schlecht. Mahlen wirklich gut. Das muss ich denen lassen. So, nicht zu übersehen, die nette Verzierung hier.
sehr stilvoll heute. So, unser Fleisch, das ist gut, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir da unser Blaukraut. Das schaut auch fein aus. Und jetzt kommt's, jetzt muss man da natürlich Folgendes machen. Wir nehmen da jetzt zuerst ein bisschen ein Mazzola. Geben uns das da herunten in die Pfanne hinein. So, dann geht das zur Seite. Dann kommen da unsere Salbeiblätter dazu. Das wird nicht ganz genügen, da brauchen wir mehr Fett, mehr Öl. Schaut's her, dass die sich einmal so richtig schön hier, genau, so ist das gut, dass die hier frittieren, jawohl, das ist gut, das schaut gut aus. So. Ui, die duften auch, das duftet Salbei in heißem Öl, das riecht gut. Dann gehen wir da gleich mit dem Salz drüber. Und es ist genug, legen wir da neben unseren Parmesan ab. Pfanne ausschalten, das ist schon überfällig. Ihr seht schon hier, die Temperatur ist schon gewaltig hier. Ja. Aber es darf ruhig kräftig sein. Dann machen wir da nochmal kurz den Deckel drauf. Dann kommen unsere Tortellini schon raus aus der Brühe. Ravioli, Entschuldigung. Tut es nicht so streng sein mit mir. Auch der Koch darf sich mal vertun. So. Jetzt werden die da schön in der Butter durchgeschwenkt, sind zum Anrichten bereit. Dann haben wir da unser Blaukraut mit den Orangen. Da muss man immer schauen, man könnte es auch in ein Sieb geben, dass man nicht zu viel Saft am Teller hat. Schön eine Orange dazulegen, dass das noch ein bisschen was ausschaut, gell? Na dann, jetzt haben wir das Blaukraut am Teller. Dann kommen da unsere fröhlichen Jungs dazu. Und zwar, ja, da habe ich jetzt nichts mehr Passendes. Da muss man sich jetzt einfach behelfen. Und zu guter Letzt unser Fleisch. Fein. Sehr fein geworden. Jetzt noch Parmesan. Ja. Und von den Salbeiblättern auf das Fleisch. Könnten. Sind nicht knusprig. Lasst es euch schmecken. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba. Ciao.